Hallo, willkommen zurück, da sind wir wieder. In der letzten Folge haben wir gemerkt, dass wir ein Schlossengespenst hier haben, was spukt. Und dem wollen wir entgegengehen. Aber erstmal hören wir uns vielleicht ein Lied an. Hi, ich bin Herr Kröterich, ne Art Wundertier. Ich hab nämlich jederzeit ne Wohnung bei mir. Ich finde, alle Fische sehen komisch aus. Mit Flossen auf dem Rücken, anstatt an... Was? Anstatt einem was? Sag's nochmal. Hört mal her, hier kommt ne Knobelaufgabe, die ich mir letzte Woche ausgedacht habe. Warum führt niemand Seehunde an der Leine? Na klar, weil sie nicht laufen können, ganz... Ohne Beine. Hallo, warum sagt er das letzte immer nicht? Sag's nochmal. Beim Wettschwimmen bin ich immer erster Sieger, denn ich paddel schneller als ein Düsenflieger. Die Fische hier im Wasser häng ich locker ab, weil ich nun mal nen Krötenturbular. Da hab... Ich verstehe das, interaktiv, man soll mitsingen. Hallo, Herr Kröterich. Na? Egal wie weit ich schwimme, mein Zuhause ist immer ganz in der Nähe. Warum heißt er nicht Schildkröterich? Er ist ja keine Kröte, er ist ja eine Schildkröte. Könnt ihr mir sagen, wo ich Krötenpanzerpolitur bekomme? Dort drüben ist eine Krötenwaschanlage. Oh, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Du bist keine Kröte, Mann. Ohne meinen Panzer setze ich keinen Schritt vor die Tür. Du bist ein Reptil und kein Amphibium. Keine Amphibie, meine ich. Mein Schildkrötenpanzer und ich, wir sind unzertrennlich. Kommt drauf an, wie scharf das Messer ist. Oh. Nichts ist schöner als ein gut gepflegter Krötenpanzer. Ja, okay, das reicht mir. Gehen wir mal weiter. Triton. Beziehungsweise Poseidon? Hallo. Der Joker. Ey. Ein Seeigel. Schau mal, da ist noch ein Seeigel für unsere Sammlung. Ich rate mal, dass wir ganz viele sammeln sollen. Warum? Das Klache. Wow. Das ist deine Mini-Schildkröten? Oder? Mann. Ach, Kacke. Der droht uns Prügel an. Und du? Oh nein. Zehn junge Herrenfrauen schwammen in den Teich. Zehn Goldfischmänner mochten sie, da waren sie alle rein. Dankeschön, vielen Dank. Oh mein Gott. Hat er noch ein Lied drauf? Zehn junge Herrenfrauen schwammen in den Teich. Abbrechen. Zehn Goldfischmänner mochten sie, da waren sie alle rein. Dankeschön, vielen Dank. Nach rechts geht's nicht, dann nach oben geht's und da geht's hin. Aha, Rätsel. Was hilft uns das, wenn wir das machen? Oh, das ist ja ganz schwer. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Was ist das für Musik? Hör auf! Aufhören! Und du? Nein! Okay, keine Ahnung, warum das jetzt wichtig war. Ist das jetzt so geblieben? Ja, okay, keine Ahnung. Wer weiß. Ich hoffe, wir fangen dieses blöde Gespenst bald. Ja, auf jeden Fall. Dieser Typ ist kalt wie Stein. Lukas, die Statue ist aus Stein. Stimmt. Hä? Was ein Dialog? Na, wer von euch will mal kosten? Yum, yum, yum.
klar, dass du das bist. Yum, 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 yum. Schokoladenwürmchen. Ach. Mein Lieblingsessen. Ach. Nicht, Lukas. Lass ihn doch. Das ist echt gefährlich. Weiß ich gar nicht. Ist doch nur was zu naschen. Aber siehst du denn nicht, dass das Würmchen an einem Angelhaken steckt? Am Haken. Fritzi, du hast mir mein Leben gerettet. Das werde ich dir nie, nie, nie vergessen. Schon gut, schon gut. Du bist ganz schön ungebildet, du kleiner Milhouse. Ach klar, man sieht den doch. Wie sollten wir uns dieses Schokowürmchen schnappen, ohne von dem Angelhaken geschnappt zu werden? Nimm doch die Schere und schneid's ab. Mit unseren Patscheflossen kommen wir da nicht weiter. Das ist viel zu gefährlich. Ich glaube, mit der Schere könnten wir es schaffen. Könnten wir? Toll! Bitteschön. Wir sollten uns den Rest für später aufsparen, Lukas. Ich glaube, du hast recht, Fritzi. Also brauchen wir das noch. Ah, wie das aussieht. Ein Wurm mit Schoko-Nutella drauf. Oh. Guck mal. Oh mein Gott, das ist so süß. Was passiert jetzt? Schon wieder dieses komische Auto. Muss irgendwas von Ravensburger sein. Die haben ja mehrere Spiele gemacht. Tadius. Wie kann denn ein Ruderboot so ein Geräusch machen? Aber okay, wir hinterfragen einfach mal gar nicht, oder? Hallo? Was ist los? Was? Hier. Das ist dein Schraubenschlüssel. Wollt ihr was geben? Was haben wir hier? Oh. Und hier kann man nicht runter? Kann man nicht weiter? Okay, ich gehe mal davon aus, dass wir alles geholt haben, was wir hier holen sollten, ne? Sag mal, fehlt ihm nicht ein Dreizack? Wir wissen, wo ein Dreizack ist. Aber den konnten wir doch letztes Mal nicht mitnehmen. Das steht auch gar nicht auf der Liste. Ich habe eine Idee. Lass uns doch mal hier in den Strudel schwimmen. Klingt gut, oder? Passt denn Fritzi da überhaupt durch? Juhu. Okay, gehen wir mal die andere Richtung. Milhouse schafft das. Ist das hier Ariels Hütte? Die hat doch auch alles Mögliche Messi-mäßig gesammelt. Verlass doch dein Haus nicht. Was? Superschnecke? Die Musik ist so dramatisch. Das ist süß und gruselig zugleich immer. Oh. Aber warum? 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 Ja, mach mal rückgängig. Oh. Der will dich essen. Geh doch mal ein Stück näher rein. Hä? Und was hat uns der Raum jetzt gebracht? Das war ja jetzt mal richtig sinnlos.
Obwohl, ich erinnere mich, dass das Spiel, dass man hier jedes Mal eine andere Liste gekriegt hat. Und eventuell war in dem Raum, wo wir gerade waren, ein anderer Gegenstand. Ja. Also, vielleicht ist er jetzt für uns im Moment sinnlos und in einer anderen Spielfolge nicht. Gehen wir mal da lang. Der Kerl sieht nett aus. Dort lang geht's zur Stadt. Ja, das klingt gut. Ein Rochen. Aber wir klicken erstmal alles an. Alles zuvor. Alles andere zuvor, meine ich. Alter. Der hat sich transformiert. Transformerfisch. Wenn ein Fisch so eine Zähne hat, ey, das ist mega gruselig. Kann der auch noch was? Hallo, Herr Rochen. Hallo, Kinder. Was kann ich für euch tun? Hallo, Rudi. Wie läuft das Geschäft? Nicht schlecht. Wisst ihr denn schon, dass ich seit neuestem Pokale sammle? Und außerdem habe ich gerade ein absolut fantastisches Geheimgerät anzubieten. Was denn? Die Super Wooper Duper Schlick Schock Box. Was Besseres findet ihr nirgends. Lukas, das ist eins der Teile, die wir noch für unsere Falle brauchen. Was willst du für die Super Wooper Duper Schlick Schock Box haben? Das ist ein absolutes Sonderangebot, weil ihr so prima Kumpels seid. Ihr bekommt sie für einen einzigen Pokal. So einen Pokal finden wir ganz bestimmt. Gewinn doch einfach einen. Du bist Fritzi Fisch. Du schaffst so alles. Okay, er hat also das erste Ding auf der Liste. Was wir brauchen, Buch? Auf dieser Liste stehen alle Teile, die wir für die Falle brauchen. Ja, das stimmt. Der ist doch das Pendant zu den Leuten mit dem Trenchcoat und so einem Mantel, die sich einfach vor dich hinstellen und dann aufmachen und drunter nichts drunter haben. Oder die dann irgendwelche Rolex-Uhren illegal verkaufen. Das ist er doch, oder? War doch klar. Komm, sing uns doch mal was vor. Sonderangebote habe ich jeden Tag zu bieten. Da wird kaufen plötzlich billiger als bieten. Okay. Hast du noch was auf Lager? Ein paar Schwabschweb-Taktik-Leuchtpatronen-Dinger. Kenn ich, hab ich zu Hause. Sehen klasse aus, steckt man sie an den Finger. Wirklich? Oh, noch eins, ich will noch eins. Im Tausch für einen Pokal sucht euch hier was Schönes aus. Eine super duper wuper Schlickschockbox oder ein Schneckenhaus. Nee, Schneckenhäuser braucht man nicht. Die liegen hier überall rum. Aber vielen Dank. Dann schwimmen wir mal weiter. Ich finde cool, dass Fritzi Fisch und Lukas immer so abrocken, wenn irgendeiner dem was vorsingt. Und ich frage mich, wie diese Grundschulkinder mit so einem schattigen Kerl Freundschaft schließen konnten. Ich glaube, wir wissen was von Fritzi Fisch nicht. Die hat ganz viel, weiß ich nicht, was hinter den Ohren. Hinter den Flossen, meine ich. Wie kommt die zu so einem Kerl? Was steht da? Senior Scampis Laden. Signore. Hab ich das anders geschrieben? Senior wird es doch geschrieben. Senior. Ein bisschen abgeranzt, ne? Ehrenhalle. Da gibt es bestimmt Pokale. Hier geht's ins Kino. Wollen wir mal ins Kino gehen? Ja, wir wollen. Was ist denn das? Oha, meine Flossen zittern schon vor Aufregung, weil ich doch so gerne Filme anschaue. Ach, hör auf. Was ist denn das hier? Ein Hai mit einem Fisch? Kommt dann immer ein Haifisch raus? Oh. Yeah. Okay, sie sagen, ja, ist so. Ih, lass da mal mit deinen Schuppen hier, will keiner haben.
Ju. So ein Kerl hatte, glaube ich, jeder mal im Kino neben sich. Oh, dieses Geräusch. Oh, herrlich. Dann wollen wir mal das hier angucken. Bitte sei gut, ja. Sonnenfischert, ach. Ja. Worauf sitzt der da? Auf dem Seepferdchen? Oh, der Film hatte alles. Romantik, Action, Horror. Wow. Was ist das? Können wir also mehrere Filme hintereinander angucken? Ich freue mich. Ich weiß überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. Ich lasse mal einfach so stehen. Ein Horrorfilm. Hey. Horrorfilme sind gut. Also ich muss sagen, eine Sardinenbüchse zu finden, ist doch für einen Fisch eigentlich eine der schlimmsten Sachen, oder? Tote Artgenossen zum Essen in eine Büchse gemacht. Guppizilla! Den muss ich sehen. Guppizilla. Oh, der ist aber hübsch. Das war der Film. Das war doch nur der Trailer, der Vorspann. Roma. Oh, der ist ja hübsch. Oh. Das war gruseliger als der Gruselfilm. Und ein Westernlos. Warum sind die Haie immer die Bösen? Doch voll nett. Immerhin netter Sheriff, oder? Der hat ihn nicht getötet. Nur ein. Dracula! Mein Lieblingsfilm. Oder Kubila? Ach, Dracula. Ja, Vampirfische, das ist ja echt gruselig. Was ist das? Ich weiß nicht, was war... Find mal einen Titel für den Film. Was haben wir da gerade gesehen? Roboter sucht Schnecke und wird von Schnecke mit Kuchen beworfen, während Riesenfisch sich darüber freut, einen Kuchen im Gesicht zu haben. Film. Klingt gut, oder? Habe ich mir selbst ausgedacht. Oggi und die Kakerlaken kommen jetzt. Okay. Massenselbstmord. Einfach Massenselbstmord war das. Flash. Der Flash kommt jetzt. Fisch. Nicht Flash. Aha. 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 Es war besser als jeder Star Trek-Film, den ich je gesehen habe. Was war das? Macbeth war das nicht, oder? Es war jedenfalls Shakespeare. Friedrich Scholle.
Doof. Oh, es ist so doof. Hamlet. War doch Hamlet, ne? Oh. Jetzt sowas wie Charlie Sheen. Oder Clownfisch. Ich weiß nicht. Und bestimmt genauso gut. Nicht Charlie Sheen. Charlie Chaplin meinte ich natürlich. Am allerbesten fand ich die Stelle, wo der Reifen gerade von ihm runter und dann wieder auf seinen Kopf raufgehüpft ist. Echt ein Klassiker. Oh, Bettfisch. Doch Bettfisch, oder? Es ist gar nicht unter Wasser. Bad Fuchs ist es. Nicht Batman, Bad Fisch. Bad Fuchs. Bad Fox. Oder 00 Fox. Flopper. Das ist der hässliche Bruder von Flipper. Ach nee, Tarzan. Herrlich. Das war doch der behinderte Bruder von Flipper. Okay, wundervoll. Willst du noch was essen? Alter. Machen wir erstmal hier hübsche Lichter an. Nein, nein, oh Gott. Raus jetzt, schnell. Den wollen wir nicht nochmal sehen. Gerade mal so noch geschafft. Schön, dass das alles kostenfrei hier ist. Ah. Das ist gruselig. Geh mal da rein. Den Scampis Laden. Du, Scampis. Also Scampi. Diese Seilrolle sieht interessant aus. Oh nein, er sieht... Liebe Leute, stellt euch bloß mal vor, wer diese Seilrolle hier verlor. Sie schwebte glatt, das war kein Traum. Direkt aus dem Schiffsladeraum. Obwohl, der ist irgendwie süß. Video überwacht. Wo denn? Komm, sing uns doch noch mal was weiter. Nee? Okay, dann singen wir da Signore was. Scampi, können Sie etwas zu der Seilrolle da drüben sagen? Und seht mal dieses Krachtstück hier. Es kam durch ein kleines Spielchen zu mir, weil ich es gewonnen habe beim Unterwasserskat. Sonderangebote. 60. Oh, bleibt das auch? Nee, war klar. Nee, sag mal was zu. Die Seilrolle da drüben ist bestimmt schon uralt. Vom fliegenden Holländer habe ich die gekauft, weil dessen Captain sie nicht mehr braucht. Das Segeln hat er aufgegeben, seine Frau liebt das Landleben. Nee, der fliegende Holländer ist jetzt bei SpongeBob. Der ist einfach nur tot. Sing doch mal was zu der Seilrolle. Ich habe das Gefühl, der hat auch nur Seilrollen. Signore Scampi, können Sie etwas zu der Seilrolle da drüben sagen? Der rote Korsar mit seinem Piratenschiff segelte einmal rund ums Riff. Und da er gerade knapp bei Kasse war, verkaufte er mir die Seilrolle da. Mann, der kennt ja jeden. Und hat ganz viel Essen da. Ein Gürkchen. Milch, Toast, Pickel. Oh, wieder das Geld. Pickel. Hört man das? Der hat ganz kurz Pickel gesagt. Komm. Mann. Mann. Mano. Mano. Pickel. Ah, was süß. Pickel. Okay, red mal mit ihm. Hier in Signore Scampis Laden wird aus jedem Satz ein Gedicht. Mein Leben ist einfach, ergreifend und schlicht. Aber reimlose Reime, die gibt's bei mir nicht. Das klingt anstrengend. Heißt es, der hält die Klappe, wenn er nicht weiß, was man reimen soll? Sag doch mal was auf Orange. Reim mir was auf Orange. Du bist doch Orange. In Ihrem Laden gibt's wirklich eine Menge zu sehen. Stimmt. Ich hab hier allerhand Krimskrams rumstehen. Krimskrams. Das hat sich nicht gereimt. Das ist meine Schere. Nein. Vielleicht brauchen wir unser Schokowürmchen später noch. Weißt du doch nicht. Das sind all die Teile, die wir noch brauchen, um okay, das Okay, wir haben
Wir wissen jetzt eigentlich nur, wo die Schlick-Schock-Schlock-Box ist. Gucken wir mal, ob wir in der Ehrenhalle einen Pokal kriegen. Oder einen entwenden können. Ist das eine Flaschenpost? Oh Mann! Kann man nicht sehen, das ist schade. Professor Karl Kalbfisch erfand das Korallometer und begründete damit die Korallogie. Das klingt wie Schlumpfologie. Da kann man alles sagen. Korallogie, Wambologie, die Lehre des Wambo. Um Gottes Willen. Ah, wie gruselig. Wie gruselig. Hier, König Krebs. Erzähl doch mal was. Ach, du Scheiße. Nicht gut. Hör auf damit. Der Bau dieser Ehrenhalle wurde dank einer Perlenspende unseres Königs ermöglicht. Treffen wir den noch? Bei der Ozeanischen Olympiade gewann Harry Hechelhecht 4 Goldmedaillen. Harry Hirsch. Was ist mit dem? Jetzt sag mir nicht, dass es ein Fisch ist, der über Wasser die Luft angehalten, also das Wasser angehalten hat quasi. Tina Thunfisch hielt 13 Minuten lang über Wasser die Luft an. Dachte ich mir. Und hier? Das ist der Pokal, den ich in der Schule bekommen habe. Ich wollte ihn heute nach der Schule abholen. So dumm. Der Pokalschrank ist verschlossen. Wie sollen wir nur die Zahlenkombination herausfinden? Du wolltest, also... Warte. Einerseits war klar, dass Fritzi Fisch den gewonnen hat. Also, dass sie den nicht klaut. Das ist ja schließlich die Vorbildfunktion. Hier wird ja nicht geklaut. Das ist ja alles hier, wie es sein muss und in geregelten Bahnen. Aber sie wollte den abholen. Und er ist verschlossen und es ist niemand da, der ihr den geben kann. Also, wofür hast du den erstmal gekriegt? Das möchte ich mal wissen. Hier steht, für Fritzi Fisch, die beste Schülerin des Jahres. Eieieiei. Hey! Das hier war an dem Schloss befestigt. Brechen wir trotzdem ein. Hier steht, zeigen Sie Herrn Blub diesen Zettel, wenn Sie Probleme mit der Zahlenkombination dieses Schlosses haben. Das heißt also, Herr Blub wird uns die Zahlenkombination verraten, wenn wir ihm diesen Zettel zeigen. Lukas, du bist ein Genie. Das ist tot. Ich weiß. Das ist todsicher. So mache ich es auch immer. An meinem Safe... Also wenn ich einen Safe hätte, würde ich so machen. Ein Zettel ran, sprechen mit dem und dem, der gibt dir die Zahlenkombination. Das ist das Beste. Genauso muss man es machen. Der Pokalschrank ist verschlossen, Lukas. Es hat überhaupt keinen Zweck, an der Tür zu rütteln. Das stimmt allerdings. Dann lass es doch. Wow. Ich bin echt begeistert. Kommt der auch mal wieder? Kommt der wieder? Gruseliges Geräusch. Komm. Fliegen wir mal wieder raus. Fliegen wir mal wieder raus. Kommt man hier noch woanders lang? Nope. Dann gehen wir mal in die andere Richtung. Und immer wenn ich gehen sage oder fliegen, meine ich schwimmen. Immer. Der Blub. Oh, ein Singigel. Singel. Single. Nimm den Igel mit und denke immer daran, dass man mit einem Igel viele Dinge kaufen kann. Ist das hier die Währung? Wow. Wow. Oh, Haarausfall. Geil. Dann geh mal weiter. Oh, Patrick Star. Er sonnt sich. Und er tanzt. Gib's uns. Und du? Gleichzeitig los. Oh, das geht wirklich. Also das ist Mr. Krabs und das ist Patrick. Patrick. Sind das Tennisbälle? Komm. Das schaffe ich nicht. Und wenn ich mich... Ja, okay. Ich muss also einzeln.
Okay, das schaffen wir. Ist ja auch super schwer, das Rätsel. Und auf die andere Seite. Yippie, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Uiuiuiui. Ein Seeigel nehmen wir gleich mal wieder mit. Ahoi, Lukas. Seestern 2-Steuerbord gesichtet. Ei, ei. Hab ihn, Captain. Bisschen umständlich, sag doch einfach da. Schön. Ich freue mich für den Fisch. Wir gehen mal da runter. Da wohnt ja scheinbar irgendwer. Oh. Das ist Samples immer. Oh, ein Frosch. Witzig. Die Musik kam mir gerade irgendwie bekannt vor, als hätte ich die in einem anderen Point-and-Click-Adventure schon mal gehört. Oh, ein Lampenfisch. Ein geiler Lampenfisch. Ah. Komm, sing uns noch ein Lied. Oh. Wie war das Leben so wunderbar, als ich noch ein kleiner Schulfisch war? Wir spielten dem Lehrer so manchen Streich. Mann, der Bursche war einfach zu weich. Kannst du auch immer noch machen. Geh doch einfach in die Schule und spiel den Leuten einen Streich. Ich liebe die Unterwasserwelt, weil mich hier alles so super gefällt. Der Sand, die Korallen, die fehlende Luft. Noch nie habe ich seichtere Gewässer besucht. Die fehlende Luft? Eieiei. Aber im Wasser ist auch Sauerstoff. Und guck mal, da, da ist Luft. Ah, ha, stimmt alles nicht. Wer bist du eigentlich? Hallo, Herr Blub. Ah. Hallo, Kinder. Herr Blub, wissen Sie die Zahlenkombination für das Schloss am Pokalschrank? Mann, oh Mann, ich glaub, mich knutscht eine Seekuh. Ja. Natürlich kenne ich die. Super. Und nun? Würden Sie, uns die Kombination verraten? Das ist nicht ganz so einfach. Ich habe in meinem Leben tausende von Schlössern gesehen. Ihr müsst mir unbedingt die Seriennummer des Schlosses auf einen Zettel schreiben. Ist es vielleicht, ist er schon auf dem Zettel drauf? Was ist das? Ach, ich erinnere mich. Das ist der Zettel mit der Seriennummer. Na also. Und jetzt wollt ihr die Zahlenkombination für den Pokalschrank wissen, nicht wahr, Jungs? Entschuldigen Sie, aber ich bin kein Junge. Aha. Ich bin ein Mädchen. Na, so ein Zufall. Genau wie meine Frau. Bist du dir sicher? Danke für die Zahlenkombination, Herr Blub. Oh, ich muss nichts aufschreiben. Manno, ich habe gerade meinen Stift gezückt und mein Papier. Hast aber Glück, dass deine Frau auch ein Mädel ist. Mein Gott. Passt immer schön auf in der Schule. Dann werdet ihr auch mal so weise, wie ich es bin. Also, so gesehen könnte ich prima auf ein bisschen Weisheit verzichten. Lukas! Wo er recht hat, hat er recht. Hier steht, die Zahlenkombination lautet 7, 9, 2. Sagst du es nochmal schön automatisch? 7, 7, 9, 2. So, freue mich. Ich würde sagen, wir beenden mal wieder die Folge an dieser Stelle und wir sehen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Bye, bye!